Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video zeige ich dir, wie wir uns dieses schöne Teil bauen. Eine Absaugung bzw. Vergrößerungstisch, Verbreitungstisch für meine antike Bandsäge. Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema für viele bestimmt, weil diese Bandsäge ja nicht gekapselt ist. Das bedeutet einfach, dass diese Bandsäge hier überall frei ist. Das war bei den älteren Maschinen so. Und so ist es immer ein bisschen schwieriger, eine Absaugung, die auch gut funktioniert, hier in sowas Altes dran zu bauen. Hier seht ihr auch noch einmal das Teil von der Seite. Wie gesagt, ich zeige dir, wie das Ganze funktioniert. Das hier ist zum Beispiel das Entleerungsfach. Da werde ich auch noch ein paar Punkte zu sagen, die ich noch nicht so oft so gesehen habe. Ich werde dir alles zeigen. Wenn du das nachbauen möchtest, wirst du nach diesem Video hier wissen, wie ich das gemacht habe. Viel Spaß beim Zuschauen und viel Spaß beim Nachbauen. Jetzt geht's mit dem neuen Projekt los. Ich werde mir heute eine Absaugung für meine alte Bandsäge bauen. Da muss man so ein paar Dinge beachten, denn das ist eine alte Bandsäge. Und als Info erstmal für dich. Es gibt ein eigenes Video, da zeige ich diese alte Bandsäge. Es ist eine Autobuchbandsäge. Da zeige ich einfach alles im Detail. Wenn dich das interessiert, check das Video oben rechts im Eck verlinkte Video. Am besten nach diesem Video hier mal ab. Der liebe Pero, alias der Kompressorschrauber, hat mir auch eine Turbine zugesendet. Ich habe noch eine Turbine zugesendet bekommen, vielen lieben Dank dafür. Aber die hier hat ein bisschen größeren Durchlass, deswegen gehe ich einfach davon aus, dass die auch ein bisschen mehr Luftvolumen hat. Und das ist gerade bei der Maschine mit sehr, sehr viel Staubentwicklung eigentlich ganz passend. Deswegen, das ist die Staubsaugerturbine, die hat einen Motor, der sich noch dreht. Ja. Und bam, noch ein Video oben rechts im Eck, das kannst du dir auch noch anschauen, wenn dich sowas interessiert. Denn dahinter hat meine Kappsäge gestanden, die habe ich übrigens immer noch, aber dafür habe ich mir auch eine eigene Absaugung gebaut. Die hat nie so richtig gut funktioniert, aber da baue ich auch einen Zyklonabscheider selbst. Also wenn dich das auch interessiert, gibt es da auch schon ein Video. Ich denke, das ist auch wirklich so das Ur-Ur-Ding, diese Absaugung hat bei mir nicht richtig gut funktioniert wegen einer Sache. Die zeige ich dir jetzt. Denn bei diesem Urding habe ich nämlich nicht hier so einen Beutelfilter benutzt. Ich hatte ein bisschen Angst, dass da zu viel feines Zeug in die Turbine reingesaugt wird. Deswegen habe ich mir einen H7-Filter geholt, der war aber viel zu fein. Die hier sind besser, werdet ihr dann gleich im Bau sehen. Aber wie gesagt, es gibt ein eigenes Video noch zu dieser Ur-Ur-Variante von meiner Zyklonabscheider-Absaugung für die Kappsäge. Es gibt eine Grundproblematik, wo wir bei der Absaugung, wenn wir die jetzt gleich bauen, wo wir definitiv beachten müssen. Und zwar ist das einfach, dass hier diese ganze Bandsäge nicht eingerahmt ist, so wie man es bei neueren oder sichereren Bandsägen kennt. Was meine ich denn damit? Als Beispiel hier diese Metabo-Bandsäge, die hat ja überall einen Rahmen außenrum. Das bedeutet, wir haben eigentlich nur hier oben einen offenen Punkt und hier unten, wo dann die Späne sowieso rausfallen. Wie man das hier unschwer erkennen kann, ist das hier nicht der Fall. Hier oben läuft das Band, da ist hier oben alles offen. Hier unten sitzt der Motor, hier unten ist alles offen. Und auch hier ist alles offen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das mit dieser starken Turbine auch mit dieser abgewandten Funktion unten am Absaugport funktionieren wird. Wie das funktioniert, wirst du wie gesagt einfach auch heute in dem Video sehen. Wird bestimmt ganz cool werden. Außerdem werde ich hier dann den Tisch dann noch ein bisschen erweitern. Da haben wir einen größeren Sägetisch und eventuell werde ich das Teil hier auch an der Seite ein bisschen verbreitern. Und dann werde ich mir noch was Cooles überlegen, denn ich schneide an der Bandsäge hier immer mein ganzes Restholz ganz, ganz klein. Und dann werden wir hier vielleicht noch so eine Restholzkiste in die Absaugung integrieren. Also, bevor wir damit anfangen können, müssen wir aber erstmal die Säge ein bisschen rausholen, denn ich brauche ein paar Maße. Ich habe mir tatsächlich auch für mich jetzt hier mal so einen Zyklonabscheider gekauft, einmal nur, weil die mittlerweile super günstig sind und gerade bei den kleinen Durchmessern sind die auch super. Und das Ding soll wahrscheinlich irgendwie hier so hier hinkommen. Ich habe mir gerade schon eine kleine Schablone hergestellt und die werde ich jetzt hier einfach drauf übertragen. Und dann werde ich es an meinem Schiebeschlitten fertig zuschneiden. Jetzt haben wir erstmal schon mal die Seitenteile. Die passen hier relativ genau an den Rahmen von der Bandsäge. Damit das dann noch später schön gescheit ausschaut. Ich habe jetzt gerade im Hintergrund mal hier ein paar Platten zugeschnitten. Das war nicht viel Aufwand. Das war einfach hier eine Schräge und hier eine Schräge. Damit als mal diese Schräge halt einfach zugebaut ist. Denn das sind so für mich einfach immer so ein bisschen die komplizierteren Seiten. Und wenn die als fertig sind, dann kann ich immer noch mit dem anderen Zeug drumherum arbeiten. Warum brecht die Platte hier so schnell? Gibt doch nicht. Ihr seht, der eigentliche Korb ist schon ein bisschen weiter gebaut und der Zyklonabscheider wird ungefähr hier in diese Position kommen.
dann soll hier in die Mitte soll dann der Staubfilter kommen und ganz an den Schluss wird dann hier dieser Motor kommen. Ich wollte ja eigentlich hier am Anfang noch eine Restholzkiste einbauen, aber dafür reicht der Platz dann doch nicht so wirklich. Und dann wird dann hier unten dieser ganze Raum für die Sägespäne sein. Ist dann auch gut. Jetzt müssen wir uns irgendwas bauen, wo wir dann hier diesen Staubfilter reinstecken können. Ihr seht jetzt hier den Halter für den Staubbeutel und der besteht aus drei Ebenen. Einmal hier dieses 3 mm dicke Holzbrettchen, diese Holzleiste, das ist einfach, um die Aussparung hier von der Dicke her anzugeben für den Halter. Das kommt dann quasi so hier drauf und dann brauchen wir auch noch ein Teil, was ein bisschen kleiner ist, damit der Halter logischerweise da noch drin hält. Dann kann man das hier nämlich so reinschieben. Und dann hat man hier nämlich quasi die reine Öffnung für den letzten Staub, der da noch durchkommt. Verleihen. Ihr seht hier zwei von solchen Multiplex-Platten und ihr seht auch, dass ich hier die reingeschnitten habe, denn ich wollte mir diesmal einfach viel Arbeit ersparen und das mit der Stichsäge nicht ausschneiden. Geht mit der Bandsäge sehr gut, wir werden das später einfach quer verleiben. Das bedeutet einfach, dass die Schnitte nicht übereinander liegen und das Ding dann wieder geschlossen ist. Ich habe hier einen Teil, das sitzt ein bisschen enger, das kommt dann nach unten, damit das auch schön presst. Und das andere Teil, das sitzt ein bisschen loser, das kommt dann einfach nach oben. Hier patsche ich jetzt auch ein bisschen Holzleim drunter, damit es dann später wirklich ein Element ist. Hallo. Oh, ich hab's. Oh, leck mich doch am Arsch. Ich habe gerade mal im Hintergrund auch angefangen, als an ein paar Stellen das Silikon dran zu bringen, damit das auch alles luftdicht wird. Und eigentlich wollte ich transparentes Silikon benutzen, aber ich kann das mal kurz zeigen. Hier, ihr seht's. Transparent und hier seht ihr weiß. Und nachdem das Ganze hart wird, wurde es auch noch nicht klar. Aber ich lasse mich mal überraschen, vielleicht wird es ja noch durchsichtig. Außerdem könnt ihr euch hier gerade anschauen, wie ich die Motor festgemacht habe. Ich habe einfach Schrauben geholt, große Unterlagscheiben und habe den quasi von allen Seiten festgespannt. Das kann jetzt aushärten, jetzt müssen wir uns um die Abluft kümmern. Die Luft soll so gut wie möglich abweichen können und aus dem Grund mache ich hier ein großes Loch hin. Eventuell kommt da später, wenn so die Feinarbeiten kommen, da noch eine Blende drüber. Ich hasse Topflöhe. Alter, ist das ein richtiger Sch. Ich muss jetzt hier einen großen Eingang hier reinbohren, denn hier werde ich dann später das Sägefach, das Sägemehlfach immer entleeren. Das
Sorry für die kleine kurze Unterbrechung. Wenn du diesen Kanal unterstützen möchtest, also mich unterstützen möchtest, lass ganz, ganz gerne ein Abo da, dann hörst du wahrscheinlich noch öfters nebendran den Nachbarn, der gerade irgendwelche Steine den ganzen Tag zuschneidet. Spaß beiseite, ich fänd's mega, wenn du den Kanal abonnieren würdest. Hier erscheinen regelmäßig Videos rund um das Thema Holzwerken, Drechseln und viel mehr. Als nächstes brauchen wir ein Spezialmittelchen. Jetzt werde ich kein Silikon benutzen, jetzt habe ich hier so ein tolles Zeug, das heißt klebt und dichtet von Würth. Damit können da, glaube ich, die Welt aneinander kleben. Auf jeden Fall werde ich das jetzt hier benutzen, wo ich ihn später nicht mehr wirklich von innen rankomme, um das Ganze dicht zu machen. Aus dem Grund kommt es dann auf die Leimfuge, auf die Klebestelle und dann klebe ich es zusätzlich komplett drauf. Außerdem habe ich mit dem Zeug einfach den Vorteil, hier oben habe ich nämlich eine extreme Lücke von so circa 4-5 mm, um die dann auch komplett abdichten zu können. Dafür werde ich das Zeug benutzen. Ich kann es jedem empfehlen. Ich habe es auch bei meinem Wohnmobil benutzt, um oben die Kabeldurchführung dicht zu machen. Hält einwandfrei. Hier, das habe ich mit zwei Schrauben festgemacht, damit ich dann gleich, wenn ich es richtig festschraube, nicht so unnötig das ganze Klebematerial verschieben werde. Fletsch. Genau so soll es ausschauen. Und weil ich dann auch später nicht immer da vorne das ganze Ding aufschrauben will, um zu sehen, wie viele Späne sich derzeit hier in dem Abscheider befinden, werde ich hier... Kommt hier gar nichts raus vorne. Genau, da werde ich hier vorne das Stück Plexiglas aufkleben, damit ich dann immer sehen kann, okay, ist voll, Philipp, mach mal leer oder Philipp, geht noch. Hier ist das sogar wasserdicht, definitiv, ey. Waterproofed. Gehen wir noch ein paar Schrauben und dann ist doppelt schön. Bevor man etwas Gutes erschafft, muss es grün werden. Und das passiert jetzt. Ich habe jetzt hier eine Leiste und da habe ich ein paar Löcher vorgebohrt. Und die habe ich so groß gemacht, dass ich dieses ganze Teil gleich noch feinjustieren kann an der Bandsäge direkt. Und jetzt schrauben wir das Teil erstmal fest. Und dann können wir es halbwegs mal ausrichten. Jetzt können wir nämlich hier dieses komplette Teil holen. Und können einfach das ganze Teil hier auf diesen Bock auflegen. Hier oben ist auch nicht komplett durchlackiert, weil da eh noch eine Siebdruckplatte drauf kommt. Und das kann ich jetzt halt auch eben mit der Siebdruckplatte schön einstellen. So, der Kasten ist fest, aber wie man hier schon unschwer erkennen kann, wackelt das nur ein bisschen. Das werde ich jetzt beheben, indem ich das Ganze hier unten ein bisschen unterbaue und das quasi ein bisschen festkeile. Das passt auch wunderbar.
Damit hier oben jetzt kein weiterer Dreck mehr reinfällt, damit nicht unnötig viel Zeug durch die Turbinen durchgewitscht wird, werde ich das hier oben jetzt auch erstmal einbauen. Also der Einbau ist auch echt super simpel. Hier der Filterbeutel und den kann man jetzt hier einfach nochmal reinschieben. Jetzt haben wir hier diese wunderschönen Klappen, die nur so schön durch das Grün geworden sind. So, ihr seht, ich habe jetzt eine Waaghausplatte und es werde ein bisschen ruhiger. Ihr seht, ich habe hier jetzt eine Waaghausplatte und ich habe mir die mal so zurechtgelegt und mir ein paar Spots markiert, die ich ausschneiden werde. Ich habe jetzt ein spezielles Stichsägeblatt, das ist auch echt ganz cool, denn damit schneidet ihr in beide Richtungen ausrissfrei. Und damit schneiden wir das jetzt aus. Ihr seht, der Schnitt ist wirklich komplett frisch, da habe ich noch gar nichts geschliffen und das ist komplett ausrissfrei. Wir haben jetzt hier eine kleine Scharte, aber das ist wirklich nicht der Rede wert. Und so sieht es auch auf der anderen Seite aus. Also wirklich komplett ausrissfrei. Und die Absaugung, Schrägstrich, Verbreiterungstisch ist fertig. Ich zeige dir jetzt aber als erstes mal die Schlauchführung. Hier seht ihr ein 30 Grad Stück, das steckt hier lose drin, das ist auch so gut. Aber das Interessante ist die Staubabfangung. Hier ist ein Halter, da war wahrscheinlich mal unten ein Andrückholz unten drin, das ist nicht mehr drin. Aber die Schraube hier habe ich als Aufnahmen benutzt, um hier dieses Teil, dieses HT-Rohr so ein bisschen festzuspannen. So schaut übrigens die Blattführung aus, beziehungsweise das Rad, das Band. Und das ist die Absaugung. Ich habe mir hier ein HT-Rohr geholt. Habe das auf der einen Seite zugemacht mit Multiplex und habe hier einfach einen Längsschnitt reingemacht, sodass der Luftstrom wirklich direkt hier am Blatt vorbeigeht, vorbeiläuft. Und das seht ihr auch gleich, wenn wir was schneiden. Das funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe hier eben was geschnitten und hier sind ganz, ganz grobe Stücke. Die sind durchgefallen, aber das hier ist wirklich, das ist gar nichts. Die Platte liegt hier auf dem Rahmen auf und jetzt haben wir hier eine wirklich schöne Verbreiterung und hier kann nichts mehr auf den Keilriemen fallen und grundsätzlich eine schön große Arbeitsfläche. Derzeit benutze ich noch hier diesen provisorischen Schalter von meinem Großvater. Die Elektronik werde ich bald machen, heute nicht in diesem Video. Die hätte ich sowieso nicht gezeigt, weil ich kein Elektriker bin und ich hier keinem was zeigen will, was ich selbst nicht wirklich kann, was unter Umständen problematisch werden kann, wenn man es falsch macht. Aber ich zeige dir, wo der Lichtschalter hinkommen wird. Mit diesem Schalter hier werde ich die Absaugung einschalten. Der wird sehr wahrscheinlich hier in die Ecke kommen, damit man den ganz schnell erreicht. Warum keine Einschaltautomatik? Ganz einfach, eine richtige Einschaltautomatik wäre hier ein bisschen teurer. Selbstbauen ist für mich keine Option, weil ich das nicht kann und ich das auch nicht will. Man könnte an Schalter dran, haben ja auch ein paar geschrieben, das sollte auch eigentlich alles von der Elektronik her passen, aber ich bin kein Elektroniker, deswegen will ich da nicht rumspielen. Ich werde jetzt einfach ein paar Stücke Holz holen, wir schneiden mal ein gutes Stück und dann seht ihr einfach so ein paar Punkte von dieser Absaugung, die cool sind. So was schneiden wir jetzt, damit wir ganz viel Staub machen. Als erstes der Punkt, wenn ihr das nachbaut. Ich habe hier vorne als Deckplatte eine 9mm Birken Multiplex Platte benutzt. Holt da ruhig mindestens eine 12er Platte. Ihr werdet gleich sehen, dass sich dieses Ding ziemlich zusammenzieht. Dadurch, dass ich hiermit nicht irgendwie irgendwas absauge, wird es wahrscheinlich eher nicht passieren, dass vorne das Absaugloch einmal komplett zu sein wird und dann halt hier vorne die Scheibe rausziehen wird und das dann kaputt macht. Aus diesem Grund ist das jetzt hier nicht so bedenklich, aber wenn ihr das hier als normale Absaugung nachbaut, macht den Körper ein bisschen stabiler. So, das habe ich mal reingeschnitten. Jetzt seht ihr natürlich oben ein bisschen Staub. Das ist aber auch vollkommen okay, das ist nicht in der Luft, das ist auch normal. Und das war mir auch bewusst, denn ich habe ja keine Absaugung, die quasi auf Unterdruck hier oben das leer zieht. Ich ziehe einfach per Luftstrom das Sägemehl, was sich hier in den Freiräumen benutzt, aus dem Blatt raus, wenn es dann am Absaugstutzen ist. Und ihr seht, hier unten ist immer noch so gut wie nichts. Das hier ist wirklich fast gar nichts. Und
So, natürlich will man hier auch durch dieses Sichtglas was sehen. Aus dem Grund habe ich mir hier so einen Aquarienreiniger geholt. Da kann man einfach den Sägestaub so ein bisschen wegschieben. Und man sieht halt ein bisschen besser, wie viel hier unten drin ist. Jetzt schneide ich mal noch ein bisschen was und dann seht ihr, wie der ganze Staub hier unten reinfällt. Die Wandung ist wieder schmutzig. Es ist auf jeden Fall was hier unten drin. Jetzt schauen wir uns erstmal den Filterbeutel an, wie der ausschaut. Und da ist einfach so gut wie gar nichts drin. Also seht ihr, ich schüttel den gut, da kommt gar nichts raus. Ich glaube, ich könnte den sogar ohne Filterbeutel benutzen. Ja, das Rohr ist auch komplett sauber. Also ich glaube, da geht wirklich gar nichts durch. Und jetzt vielleicht ein paar erklärende Worte, warum ich das so gelöst habe, wie ich es gelöst habe. Hier ist meine Staubklappe, hier kann ich das Ding öffnen, um es sauber zu machen. Erster Punkt, warum habe ich keine Schublade eingebaut? Dann ist es ja viel einfacher sauber zu machen. Einfach das Ding öffnen und dann die Schublade entleeren. Das stimmt, aber der erste Punkt ist halt, dass man viel mehr Holz braucht, weil man unten eine komplette Schublade bauen muss. Und außerdem ist es halt hier ein bisschen schwierig gewesen, weil da ein paar also es war keine gerade Fläche, das bedeutet, man hätte sehr viel Luftplatz verloren und man hätte quasi so ein bisschen sowas wie eine Führung bauen müssen, damit die Spänen wirklich direkt in die Box fallen und halt eben nicht neben die Box und dann ist meistens auch viel Staub noch unter der Box. Das ist blöd. Dieser Punkt hier ist sehr, sehr simpel umzusetzen und das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich ein Zentralabsaugsystem habe. Das war immer so der Grundgedanke, aber hier habe ich es nicht gemacht, weil die Leitung zu umständlich zu legen wäre. Aber wenn ich das hier sauber mache, werde ich sowieso wahrscheinlich meine große Absaugung sauber machen und müsste dann das Zeug in diese Tüte reinpacken. So muss ich dann am Schluss einfach nur die Zentralabsaugung sauber machen, mache es direkt in eine Tüte und habe mir quasi einmal Tüte auf und rein machen erspart. Dann habe ich einen zentralen Punkt, wo ich alles reinmachen kann. Es funktioniert für meine Fälle super gut und hier haben wir jetzt das ganze Zeug. Jetzt machen wir es leer. Und im Grunde genommen soll es das auch schon zu meinem Absaug-Erweiterungstisch-Video für das heutige Video gewesen sein. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib die ganz, ganz gerne in die Kommentare. Wenn ich sehe, dass es da Fragen gibt, die sich doppeln, dann werde ich dir auch in der nächsten Folge Neuigkeiten mal ansprechen. Ich finde, das hier ist bestimmt ein Projekt, wo es einige Themen gibt, die man ansprechen wird, sprich Einschaltautomatik und Entleerungsfach. Und mich würde deine Meinung interessieren, wie dir das Ganze gefallen hat. Wie gesagt, das ist echt, denke ich, eine gute Situation oder eine gute Möglichkeit, wie man eine Absaugung und eine Bandsäge integrieren kann. Und ihr habt ja gesehen, es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Das soll es für das heutige Video gewesen sein. Schön, dass ihr bis jetzt am Video dran geblieben seid und bis zum nächsten Video sage ich mal, ciao.